Hallo Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie man eine Gewindesteigung ermittelt. Das habe ich zwar im letzten Video schon drin gehabt, aber es gibt einige Kollegen oder es gab einige Kollegen, die mich angeschrieben haben und ich soll es doch mal mit Ton machen, mit Dokumentation. Und das will ich heute mal tun. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und ich hoffe, ich kann einigen Leuten damit helfen. Viel Spaß! Folgendes Werkzeug benötigen wir. Ein Signal oder ein Blechstreifen, geht in eine Holzleiste, Zollstock und ein Kreidestift. Und für den Kreisbogen eine Schnur, nämlich meist leider Schlagschnur, passt schon. Gut. So, jetzt holen wir uns die Dachneigung, den Winkel, einen kleinen Zollstock. So. Und vergleichen, Fußfette und das Sporn. Das war jetzt die Dachneigung. Jetzt haben wir die Dachneigung das Dach übertragen. Ich nehme gleich die Fußlinie, die Fußgebinde. Ich ziehe jetzt hier mal einen Strich. Als nächstes verlängern wir diese Linie. Um einen schönen großen Fuß zu gewährleisten, ein Drittel größer wie das erste Deckgebinde. Gehe ich mal von hier aus. Nehme ich die größte Raute oder die Raute, die ich habe, mit der ich anfangen möchte. Deckung. Und hier setze ich ungefähr meinen Kreisbogen an. Jetzt nehme ich eine Schlagschnur oder eine Schnur, mit dem was man da hat. Halte den Punkt hier oben an und jetzt ziehe ich einen schönen Kreisbogen. Kann man natürlich auch größer machen, aber es reicht eigentlich zu. Jetzt nehmen wir das Signal zur Hand und den Kreidestift und ziehen eine parallele Linie zum Ort oder zum Wandanschluss. Ich richte mich jetzt hier mal nach der Schalungsbahn. Ja. Und jetzt ziehe ich noch eine parallele Linie zur Traufe. Da nutze ich, kann man auch messen von hier nach hier, aber ich nutze gleich mein Augenmaß und ziehe eine Linie parallel. Und als letztes verbinde ich diese Punkte, die sich jetzt hier ergeben hat, aus der Längslinie, Parallellinie zum Wandanschluss und Parallellinie zur Traufe, hat sich dieser Punkt ergeben. Und jetzt verbinde ich diese zwei Punkte mit dem Signal. Kreide ein bisschen nachrücken. So. Das war jetzt meine Gewindesteigung. Mindestgewindesteigung kann man noch steiler machen, aber ich bin aber verflacher. Die verbundene Linie ergibt jetzt meine erste Fußlinie. Und jetzt kann ich daraufhin meine nächsten Gebinde anzeichnen. Ich bin jetzt allein, also muss ich hier einen Nagel einschlagen. Gehe ich hier ein bisschen raus. Ich fange ziemlich hoch an, weil ich noch ein paar große Schiefer da habe. Sieht auch gut aus bei Altdeutsch. 28.
ersten zwei Fußlinien sind auf dem Dach. Wenn euch das kleine Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und besucht den Schieferdecker-Club. www.schieferdecker.club. Danke, ciao!